WhatsApp, YouTube. Einen wunderschönen guten Mittag, meine Freunde, und einen geilen Start, dass man in diesen neuen Vlog, in dieses neue Video. Heute ist ein spezielles Video. Warum, weshalb? Weil wir heute von Coach Tim Order bekommen haben zu Fraser Mason. Ich bin gerade fertig geworden in meinem Training. Das habt ihr jetzt normalerweise in dem Vlog davor gesehen. Post-Workout-Subs sind Intus, sprich Glutamin, Zink, Magnesium, No Stress und ein geiles, geiles Clear. Bei dem Wetter, Leute, stehe ich auf nichts Cremiges. Lange Rede, Lobbykin. Das wird wahrscheinlich heute ein richtig geiler Food-Vlog. Ich labe jetzt nicht so viel. Ihr seid dabei, ihr seid am Start, ihr habt die Form von heute Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Time for the Form Check. In der Frequenz davor gesehen, ich würde sagen, gehen wir was essen, was wir so inhalieren, schnapulieren, attackieren. Das seht ihr dann. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. Freunde, wir gehen jetzt gleich mal ein paar Burger inhalieren. Später gehen wir auch noch Solarium. Aber wenn ich das da vorne sehe, scheiße. Freunde, könnt ihr das erkennen? Also ich glaube, ich bin jetzt gleich gefiegt, weil hier, seht ihr das? Da shifts schon richtig, Alter. Meine Freunde, mal gucken, ob das funktioniert. Hallo, einmal 20er Nuggets und die zwei Big Mac doppelt wie immer. Ja. Freunde, wir haben 12.48 Uhr und erste Station, ihr wisst, ihr kennt es, das goldene M, die goldene Möwe. 20er Nuggets, Nummer 1. Doppel Big Mac, Nummer 1. Doppel Big Mac, Nummer 2. Kleiner Snack und neben mir fährt schon der Eiswagen. Das gibt es vielleicht heute auch noch. Ich würde sagen, 3, 2, 1, Zeitraffer und... Schon raus. Nugget. Und jetzt chillen wir erstmal ein bisschen. Machen uns auf den Weg zum nächsten. Mann des Handelssports. Gehen wir kurz unsere Soli-Muli. Mann, bin ich fett geworden, Alter. Was geht ab, YouTube? Wir sind wieder fresh, kurz im Soli gewesen, kurz unter der Dusche. Und jetzt geht's weiter. Leute, ich hab mir mal wieder gedacht, ich laber eine Runde mit euch. Alter, kennt ihr das? Wenn's einfach, Alter, draußen hat's wieder 30 Grad, Leute. Heute ist Freitag, den 28. Juni. Alter, ich könnte die ganze Zeit nur duschen, Alter. Ich schwitze hier am Spieß. So, lange Rede, Doppelkin. Ihr habt es gesehen. Erstes Meal war, ihr habt heute Morgen gerade mein Frühstück gesehen. Frühstück war 150 Gramm Reis, 10 Ei klar und ein ganzes Ei. Brie gab es dann nur zwei Haribo-Packungen. Einmal die Tropical, einmal die Pommes. Und jetzt gab es ja, wie gesagt, die zwei Doppel-Big Macs und die 20er Nuggets. Jetzt gehen wir wieder zum MC. Und irgendwie habe ich mal gucken, Bock auf KFC. Gucken, ob es da jetzt... Vielleicht, aber ich denke mal, es wird wieder Megas. Seht ihr dann sowieso? Und jetzt fährt da so ein Huso vor, genau vor mir rein. Scheiße. Aber da überholen wir den einfach. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Jetzt geht's wieder los. 20er Nuggets, die gibt's später. Und wieder ganz basic-mäßig. One Double Big Mac. Let's go. Yeah, yeah. Wer ist trocken wie die Wüste? Vom Kopf bis in die Füße. Wer hat weniger Fett? Last. Und wir haben jetzt 14:40 Uhr. Das geht noch. 14:48 Uhr und das sind jetzt nochmal bei Megas. Ich werde mir jetzt 9er Nuggets holen und ein Big Tasty Bacon. I have it, Leute. 9er Nuggets und one Big Tasty Bacon. Den gönne ich mir jetzt und dann fahren wir schön was einkaufen. Weniger Fett an sich als ein Kochtopf voller Gürkchen. Bist du shredded, dann ist der Schredder. Gegner von den Turtles, das ist Chris Baum. Last. One. Last. Nugget. In meinen Face rein. Jetzt sind wir gleich am Edeka. Und gehen da schön einkaufen.
Wir sind vom Edeka und jetzt nehme ich euch mal mit, dass es so gibt. Mann, das ist so ein Korbschaber, Leute. Ah, gleich erschlagen worden hier. Im Edeka, Leute, gibt es jetzt erstmal ganz basic-mäßig. Nein, die Geheimwaffe, Leute. Mandelmus. Cashew und. Nee, lass mal das mal bei einem. Jetzt hiervon, Leute. Zwei Stück. Zack. Und davon eins. Davon eins. Davon auch eins. Davon zwei. Eins. Zwei. Dann haben wir hier Kakaopulver. Zack. Ihr habt es gesehen. Und erstmal Maxi King für den dicken King. Oh, ich sag's euch, ich bin dezent müde, dezent hopsi. Aber immer sowas habe ich mir immer wirklich. Jetzt wird es euch zeigen. Bei 3:30 und gleich zu Hause und da schnecke ich jetzt mal noch die anderen zwei. Let's go! Jetzt Rest. Wie Mädel. Gesnackt, gesnackt, gesnackt und gesnackt. Vier Kinderpinguinen. Ein Maxi-King. Zweiter Maxi-King. Der Maxi King. Und wir haben jetzt 15:28 Uhr. Wir sind angekommen. Jetzt wird es erstmal heißen: packen, die Sachen reintun, dies, das. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Wer ist trocken wie die Wüste, vom Kopf bis in die Füße? Wer hat weniger Fett an sich als ein Kochtopf voller Gürkchen? Bist du schreddert, dann ist der Schredder Gegner von den Türen. Was geht ab, meine Freunde? Wir sind zu Hause und ihr habt es gesehen, wir haben uns Zaun am Reis hingestellt. Wir haben 16 Uhr und 57. 200 Gramm Reis, 12 Eiklar. Das Ganze gewürzt sich jetzt. Und dann kommt hier ein bisschen von dieser Kokosmilch drüber, wo wir uns beim Edeka geslickt haben, weil er extrem schmeckt. Einfach so geil nach Kokos. Ja, das gewürzt sich jetzt. Schon nebenher YouTube. Dazu gibt es natürlich immer ein GDA. Das habe ich euch gerade vorhin nicht gezeigt, Leute. Damit die Nährstoffe einfach besser und schneller aufgenommen werden und in die Zellen kommen. Und damit der Shredded Trizeps schon wieder am Start ist. Nee, und dazu natürlich eine Enzyme, damit die Nährstoffe genau in die Zellen bombardiert werden, wo sie hingehören. Also die zwei vor jeder Mahlzeit oder vor jeder Cheat-Mahlzeit, damit der Magen nicht so aufgebläht ist und dass die Nährstoffe einfach schneller verwertet werden und nicht so mit dem Leber auch im Magen rumliegen. Würde ich sagen, ich gewürze das Ganze, ihr seht zum Zeitraffer, ich schaue nicht mehr YouTube. Let's go! Das ist Chris Baumann mit einer mega krassen Physis. Ein Papercut, dann sprüht es, ey, das Training immer fürstlich. Und diese kurz runter in den Kerl. Ich habe jetzt doch die ganze Milch genommen. So. Ach. Geil. Da hat das Teil auch. Guck mal das hin. 400 Milliliter. Ja, um die 500 Kalorien. Also easy peasy. Ich zähle das mal kurz zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Freunde, wir sind gerade bei 7750. Finde ich gut, finde ich klasse. Jetzt snacke ich mal kurz zwei Monte und dann schauen wir mal weiter. Ne? Also die Mahlzeit, die hat jetzt gerade mal 1422 Kalorien. Und das one, ihr seht hier dieses Milch und diese Basmati-Reis und 11 Eikler läuft. Und dann mal gucken. Jetzt, wie gerade gesagt,
Wir haben jetzt 4 Somonte, da kommt dann noch ein bisschen von diesem Kakaopulver drüber. Die gieße natürlich alles ab. Und da würde ich sagen, let's go, Zeitraffer. Wirklich angemacht, 17:08. The motherfucking Genetik ist nicht üblich, weil sie flach und dünn ist, Whey und Speck sind in der Schüssel. Ganze Packung wird am Tag vertickt und es das ganze Ding wurde kurz runter inhaliert. 17:26. Jetzt gibt's das gleiche genau nochmal. So, wir haben 17:28 4 Monte und es gibt ein bisschen von meinem Cashew-Mousse. Ich würde sagen, als Frau. Ganz genüsslich und bitte was für Baumgartner, guck hier kommt der Baumann, stabile Backsteinmauer, guckst du. 17:38 Freunde, wurden die Monte hier gesnackt und von meinem geilen Glas, ein bisschen mehr wie die Hälfte. Und habe ich mal alles schon mal zusammen getrackt für euch. 10.222, ich kann euch mal die 3x10 zeigen. Mal zack, zack, zack. Hier haben wir es drin. Zack, 2, 3, 4. Einmal mit Kakao, einmal mit Cashew-Mousse. Und hier ist die aktuelle Kalorienzahl. Und jetzt mache ich mal ein kleines Päuschen unten wieder. Und dann derzeit stelle ich mir nochmal 200 Gramm Reis hin. Und werde wahrscheinlich auch wieder mit Eier oder sowas snacken, je nachdem. Weil, flach und dünn, bis gleich. Immer seinen Bauch an, hast du schon mal so ein Bizeps gesehen, so ein Trizeps gesehen? Mit mehr Streifen auf den Muskeln als argentinische Steaks. Das WDU. Einfach brutale Linie, Bro. Bei ihm sieht man mehr Faser. Was geht ab, meine Freunde? Wir haben jetzt hier 3, 6, 9, 12 Eiklar, ein ganzes Ei. Die Geschichte sieht genau so aus. Und währenddessen ich gerade eine Pause gemacht habe, muss ich ein bisschen unterscheiden, haben meine 200 Gramm Portion Reis auch schon ready gekocht. Zack. Und dann gibt es dazu gleich mal eine fette Avocado. Und wir warten jetzt erstmal, bis dieses Meal hier ready ist. 18:23 Freunde, wie gerade schon gesagt, gibt es dazu natürlich wieder diese geile Avocado. Mögt ihr Avocado oder mögt ihr keine Avocado? Könnt ihr mal reinschreiben. Ich hoffe, die schreibt, ich habe da keine Ahnung. Ich hatte jetzt mal mega Bock auf eine Avocado. Und die sieht gar nicht schlecht aus, ne? Kann man lassen. Für die veganen Freunde. Und ich würde sagen, ich tue das hier rein. Das ist echt gar nicht schlecht. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder, wenn jemand seit gesnickt ist. Vielleicht noch ein bisschen Soße drüber. Ohne Gewürze, ich weiß nicht, das sieht ja. Let's go. Als bei einem Teppich unter Mikroskop, rigoros. Du bist nur ein halbes Hemd wie Kimono. Und du Schwein bist voll mit Ekel, fraß so wie ein Kino. Boden, Chris, ernährt. Das Teil ist leer. Wir haben 18:42 Uhr. Jetzt stelle ich mir 300 Gramm Reis hin. Und die gibt es dann später auch nochmal. Ich mache zwischenzeitlich jetzt eine Pause und gebe ich ein bisschen hin. Und noch eure Insta-DMs. Booster wird vom Peak geholt. Schieb dich hoch und ist elektrisierend, so wie Pikachu. Kein Kartenspiel, doch gönn dir Subs vom Peak. Code Chris 10. 19:37 Uhr. 300 Gramm Reis. Fette Olli-Portion. 12 Eiklar, ein ganzes Ei, ihr habt es gesehen. Und das Ganze wird dann wieder schön mit ein bisschen Chili genutzt. Pfeffer, ein bisschen Koriander und Zimt. Vielleicht mache ich später noch so eine Diätsoße rüber. Mal gucken, was so geht. Und ich würde sagen, sehr raffen. Dick sehen, der deutsche Bumpset und das nicht mal ein Funfact. Code Chris bei Smile und Rocks für maximalen Rabatt. Aktuelle Kalorien, Leute, 13.244. Hier war die letzte Mahlzeit, das waren 250 im Reis, doch keine 300. Und 12 Eiklar, ein ganzes Ei und 400 Milliliter von der Kokosmilch. Ja, ich gehe jetzt pennen, mal gucken, wann ich aufstehe, dann geht's weiter. Let's go, gute Nacht. Und baut mehr Arme auf als eine Bahnhofsmission. Und anstatt mit Wodka-Pullen zu klubben, werden Arme definiert.